So, wieder mitten in den Sätzen. Das ist doch wieder völlig schmerzfrei. Ja. So läuft das dann ab. Und dann hat man sich halt, wie gesagt, aus diesem schönen warmen Schlafsack, der doch echt bequem war. Ich habe da meinen Rucksack als Kopfkissen benutzt. Das war echt eine gute Idee, weil im Kopf, dem Kopfkissen wollte ich schon sagen, in dem Rucksack war mein ganzes Naschzeug drin. Aber ich habe extra Süßzeug mitgenommen, damit ich die Zeit überlebe, weil. Haha, meine Stimme. Moment mal kurz, ich muss husten. Hilfe. Soll mich mal einer totschlagen? Das ist ja ekelerregend. Nur am Husten. Das haben wir übrigens jetzt alle. Der gesamte Zug ist am Husten, hat Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Irgendwie sind auch, ich glaube, 35 Leute ausgefallen in beiden Zügen. Wir haben ja zwei Züge da. Die haben ja zusammen Biwak gemacht. War schon krass. Also, es geht ganz schön an die Konsistenz, diese ganze Biwak-Sache. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie mal überlegt, von wegen, gibst du auf, gibst du nicht auf. Weil mir ging es auch zwischendurch echt dreckig. Soweit habe ich überhaupt nicht überlegt. Aber manchmal dachte ich mir so: Boah, mein Gott, warum tust du das? Ne? Einfach nur so innerlich nach dem Sinn gesucht. Und dann dachte ich mir so, weil du Soldat sein möchtest. Ne? Und dann musst du auch das können. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich mit einigen unterhalten, die ihm sagen, für sie wäre es nichts. Und ich kann es verstehen. Es ist halt eine harte Sache. Aber egal. Zurück zu diesem Horchposten-Ding. Auf jeden Fall pellte ich mich dann aus dem kuscheligen, leckeren Schlafsack. Lecker, weil halt das Naschzeug in dem Rucksack war. Ja, wie ich jetzt schon fünfmal erzählt habe, als Kopfkissen benutzt habe. Ich bin auch irgendwie einmal eingeschlafen mit den Worten: Schokolade ist was für Helden, und habe mir so eine halbe Tafel Schokolade ins Maul gesteckt und bin dann auf der rumkauend eingeschlafen. Daran kann ich mich noch so grob erinnern, war ganz cool. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde geschlafen und dann wurde ich wach gemacht. Weil ich mit der Schicht dran bin oder war mit meinem Buddy zusammen für. Seid ihr Diamanten? Nein, ihr seid keine Diamanten. Für den Alarmierposten. So, haben wir uns halt schnell fertig gemacht, weil man möchte die anderen ja auch nicht warten lassen. Und dann sind wir halt durch den Wald gepäst, trotzdem so leise wie möglich. Weil der Feind soll einen ja auch nicht aufdecken. Der Imaginäre in dem Fall. Und ja, haben dann die anderen abgelöst. Da muss man mal Parole sagen. Und ja, saßen dann 2 Stunden in diesem bekloppten Alarmierposten. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und wurden dann auch abgelöst und sind dann zurück zum Lager, also zu diesem Platz der Gruppe. Und haben dann da das Feuer bewacht. Und weil wir irgendwie keinen Bock hatten, nochmal schlafen zu gehen, weil man ist echt knülle, aber irgendwie Feuer ist auch warm, weil wir haben echt böse gefroren, sind wir einfach wach geblieben. Das ist uns frei entschlossen, das dürfen wir machen oder das durften wir machen. Und dann haben wir also das Lagerfeuer bewacht. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen müde vom Biwak, muss ich zugeben. Auf der von der ganzen Woche, also Bundeswehr heißt ja immer irgendwie. Oh mein Gott, ich wollte gerade was richtig Dummes tun. Ihr habt es auch gesehen, ne? Der Serke wollte gerade ganz dumm sein. Er hat quasi danach geschrien, dumm zu sein. Hey, gib mir mein. Naja, gut. Wo war ich? Ah ja, genau. Wo soll ich meine andere Spitzhacke? Ich habe schon 2 zerdeppert. Nee. Ja, also es war einfach zu kalt. Um wieder ins. Nein, darf ich dazu machen. Um wieder in den Schlafsack zu gehen, weil man wusste. Also man muss sich das so vorstellen, es war 2 Uhr morgens. Nein, nicht ganz, es war 1 Uhr morgens, glaube ich. Da haben wir die Wache angefangen zu übernehmen. Und dann waren nur noch ein paar Stunden und dann hätten wir sowieso alle aufstehen müssen. Und am Feuer war es schön warm, also. Wow. Also haben wir uns gesagt, okay, bleiben
bleiben wir gleich ganz wach. Und das war wohl eine ganz gute Entscheidung. Weil das Feuer ist zwischendurch immer wieder verreckt. Und weil irgendwie die Leute unfähig waren, obwohl man kann jetzt nicht von Unfähigkeit reden, weil das Problem war, das Holz war innen drinne gefroren. Da kann man nichts gegen machen. Außer sich freuen, wenn es mal doch ein bisschen brennt. Also saß man die ganze Zeit und hat dann gewedelt mit so einer Mehrzweckunterlage, die man eigentlich fürs Bett genommen hat, damit halt kein Frost von unten rankommt. Und hat dann da halt stundenlang gewedelt, damit ja, das Feuer ein bisschen Antrieb bekommt. Und ja, damit einem halt ein bisschen warm wird. Ja? Und das hat auch ganz gut geklappt. Und wir dann haben uns entschieden, halt auch alle Teams dann immer gleich ins Bett zu schicken, die nach uns dran kamen. Damit die sich ausschlafen können, weil wir konnten sowieso nicht mehr schlafen. Und das haben wir am nächsten Tag dann auch gemacht, beziehungsweise wir sind dann gar nicht schlafen gegangen. Also um es einfach zu sagen, in der Zeit, wo ich im Biwak war, habe ich effektiv, wenn es hochkommt, 1,5 bis 2 Stunden geschlafen. Und wir mussten aber marschieren, wir mussten noch eine ganze Menge lernen, Streife haben wir gelernt. Also wir sind dann auch mit der eine Nacht mit dem Restlichtverstärker durch den Wald getobt und mussten dann unsere Streife machen. Das heißt, man läuft zwischen den Lagern hin und her und guckt, dass alles, dass keiner guckt quasi, guckt, dass in den ganzen anderen Plätzen, also es gab ja mehrere Plätze der Gruppe, dass da alles in Ordnung ist. Da fragt man halt rum, ob irgendwas passiert ist, ob irgendwas auffällig war, ob irgendwer auf Toilette ist, den man jetzt plötzlich treffen könnte, wo man denkt, oh mein Gott, der Feind. Das muss man ja auch alles abklären. Und die Leute sahen alle ganz schön zerlatscht aus, weil die waren alle müde, die waren alle erschöpft. Die Tage waren auch sehr anstrengend. Weil man muss sich vorstellen, man hat seine ganz normale Grunduniform an vom Bund. Darüber kommt ein solcher Splischuh, also Splitterschutz. Dann kommt Kälteschutz, das ist einmal eine Jacke und eine Hose. Darüber kommt nochmal Nässeschutz, das ist auch nochmal eine Hose und eine Jacke. Und darüber kam dann nochmal der Schneetarn. Und darüber kam die Koppel. Die Koppel war voller Magazine und Trinkflasche und alles Sachen, die dann schön eingefroren sind. Das war super. Und ja, das wird halt schwer mit der Zeit. Und wenn man dann halt trotzdem durch den beschissenen Wald rennt, ja, ist man vorher einfach müde. Und deswegen sahen halt alle ganz schön zerbumst aus. Und naja, wir haben halt unsere Runde gemacht mit dem Restlichtverstärker. Also so ein Nachtsichtgerät. Und überall ist Kupfer. Ja, und dann sind wir halt wieder ans Feuer und haben halt das Feuer angezündet wieder mal, weil es war halt erloschen. Und dann ist halt mein Buddy schlafen gegangen, weil der wollte pennen gehen. Der war erschöpft. Und ich habe gesagt, okay, ich bleib und hab dann das war so halt das Grubenfeuer, das haben wir die ganze Zeit angefacht und hab dann so eine Art Holzhütte um dieses Grubenfeuer mit Holz, mit großen Holzbalken gemacht, die ich halt die wir halt zurechtgeschnitten hatten, damit das alles ein bisschen trocknet. Und dann habe ich halt die gesamte Nacht noch bis zum nächsten Tag, bis alle aufgestanden sind, habe ich dann halt Wache geschoben und das Feuer die ganze Zeit angefacht wieder. Und wir hatten halt Stroh, um halt wenigstens mal ein bisschen was zum Anzünden zu haben. Also quasi, es war so ein Anzündematerial, dieses Stroh. Dann, in dem Fall mal. Brennt auch übrigens sehr gut. Ja. Und als dann alle anderen wach geworden sind und dann einer meinte, ja okay, ich bleib hier, ich übernehme das Feuer, da war unser Gruppenführer noch nicht wach. Und ich habe mich dann einfach ins Stroh fallen lassen und habe die Augen zugemacht und jetzt so bin ich irgendwie auf meine 2 Stunden gekommen, meine 2 Stunden Schlaf. ja, dann auf einmal war dann quasi unser Chef wach, unser Gruppenführer, und hat auch mitbekommen, dass ich die ganze Nacht über wach war. Und dann meinte er so, ja gut, gehen Sie sich erstmal allesamt waschen, weil wir haben also so einen Kanister, also Metallkanister mit Wasser, haben wir ins Feuer gestellt, um halt am nächsten Morgen heißes Wasser zu haben. Ja, es gibt da kein fließendes Wasser. Also es gab schon einen Waschraum.
Der durfte auch genutzt werden, aber früh morgens hat man halt so eine Art Katzenwäsche gemacht, in der kalten Luft. Und wenn man halt doof war, auch mit kaltem Wasser. Das war auch einer der Gründe, warum wir unbedingt ein Feuer haben wollten. Und in der einen Nacht, wo ich dann auch alleine kurzzeitig war, ich war ungefähr eine Stunde alleine. Danach kamen auch noch zwei Kameraden von mir, die haben auch die ganze Zeit geholfen, um dieses beschissene Feuer, ich sage es einfach mal so, irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, und was soll ich noch sagen? War einfach geil. Ja, kann man nichts gegen sagen. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Oh, das geht noch ein bisschen, okay. Geht noch 24 Minuten. Hier diese Playlist. Für die Leute, die es gemerkt haben, ja, ich habe einfach da wieder angesetzt, wo die letzte Folge aufgehört hat. Weil ich es mich aufgeschrieben hatte, weil das war. Oh, Kupfer. Oh, Kupfer weg. Ja. Und dann haben wir halt auch Feuergefechte gemacht. Und zwar Feuerüberfall haben wir gemacht. Das heißt, man liegt in seinen Stellungen und der Feind kommt auf einen zu und weiß noch gar nicht, dass man da ist. Das ist eigentlich ganz gut. Und da macht man einen Feuerüberfall. Das heißt, alle schießen gleichzeitig auf einen Pfiff oder ein anderes Geräusch. Das ist, glaube ich, immer... Oder Leuchtgeschoss oder ähnliches. Also jetzt, ich denke mal, das ist beliebig, aber bei uns war es halt ein Pfiff. Und, ach, oh, verdammt. Ja. Jetzt habe ich ja ein bisschen was zu hören. Ja, und dann haben wir halt dann in diesen Stellungen gelegen und auch auf Befehl geschossen und diese ganzen Meldungen geübt. Also auch so ein bisschen formal, war trotzdem was dabei. Und es ist halt viel durch den Wald gerannt und haben halt verschiedene Lagerfeuerarten gelernt und wie man am besten anzündet. Übrigens, ja, das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich weiß nicht, dass ich das gut finde, aber oder ich weiß nicht, kann man das falsch verstehen? Also für die Leute unter euch, die vielleicht noch jung sind und nicht wissen, was sie machen wollen und vielleicht auch mal sich die Bundeswehr angucken wollen, also FDWL sein möchten, also nicht SAZ, so wie ich. Ich bin ein SAZ, das heißt Soldat auf Zeit, sondern FDWL ist halt, ja, man ist halt nur ein paar Monate, zum Beispiel FDWL 23 Monate oder FDWL sowas, um halt so ein bisschen reinzuschnuppern, was ist Bundeswehr überhaupt. Man macht natürlich die ganz normale Grundausbildung. Aber von den Leuten, die vielleicht sagen, ach, ich gehe auch mal zum Bund und ihr solltet jemals ins Biwak gehen, dann fragt eure Freundin, ob sie euch ein paar Tampons mitgibt. Ja, da werden jetzt einige gucken und sagen, hä, warum? Wofür brauche ich die? Nasenbluten oder wenn ich irgendwie nicht auf Klo gehen will oder so? Was übrigens, ich weiß nicht, ich hatte das Problem nicht, aber ich stelle mir das schon richtig scheiße vor, wenn man im Wald... Aber naja, okay, egal. Nein, und zwar kann man Tampons super toll auseinanderpflücken. Also die sind ja so gerollt, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Doktorarbeit drüber geschrieben oder so. Aber uns wurde das halt so auch beigebracht, dass das Zeug brennt wie Hulle. Ja, also man friemelt halt diesen blöden Tampon auseinander und bindet dann dieses, ich weiß gar nicht, was ist das? Das ist irgendein Wattezeug, zum Beispiel um Stroh oder um irgendein Ast oder so dünnere Äste. Zündet das dann an und dann brennt das und überträgt sich recht gut. Ja, das war schon mal recht spannend. Guter Feuerentzünder. Knicklichter sind auch eine ganz tolle Sache. Also sollte irgendwer von euch mal zum Bund gehen oder vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube in eineinhalb Monaten geht auch schon wieder die nächste AGA los. Wenn einer von euch zum Beispiel zu dem Zeitpunkt starten sollte oder bald irgendwie Biwak vor sich haben sollte, und noch nicht genau weiß, einfach mal mich anschreiben. Wir haben ein paar richtig lustige Sachen gelernt. Und auch aus eigener Erfahrung sowas wie... Das habe ich mir auch auf den Zettel geschrieben. Ich habe eine richtige Einkaufsliste gemacht. Eine Armbanduhr. Und zwar eine mit Licht. Mit grünem Licht am besten. Also was man nicht so gut sehen kann. Kein weißes. Also jetzt nicht so ein Scheinwerfer, sondern einfach nur so eine alte Sportarmbanduhr. Sowas braucht man im Biwak, weil man muss immer wissen, wie spät es ist. Das ist das Erste. Dann, was man immer braucht,
Knicklichter. Eventuell auch eine Taschenlampe mit rotem Licht. Also jetzt nicht so dicke, so ein richtiges monsterrotes Licht oder so, sondern rotes Licht wird im Wald schlechter gesehen als weißes Licht, ganz klar. Man soll jetzt natürlich damit nicht durch die Gegend fuchteln die ganze Zeit, aber wenn man mal was kurz ausleuchten muss oder auf dem Boden mal mit rotem Licht arbeitet, ist es nicht ganz so schlimm. So wie Knicklichter, so grünliche oder auch so gelbliche. Die sind ganz cool, sollte man auch immer bei haben. Dann Blasenpflaster. Dann natürlich irgendwas, womit man Skatten auf die Fresse hauen kann, weil die gibt es auch im Wald. Nein, die gibt es natürlich nicht. Ja, Tampons sollte man sich mitnehmen. Dann diese Creme von Vigvaprop, die hier gegen Hals und also so Halsprobleme ist, wenn man halt volle Nase hat und sowas. Sowas sollte man sich einpacken, weil man wird 100% krank im Biwak. Vielleicht im Sommer nicht, aber im Winter, da ist es schon heftig. Und das Zeug wärmt ja auch super. Sowas hat man bei haben. Viel zu essen. Also knallt euch den Rucksack nicht zu sehr voll. Überlegt ganz genau. Weil ihr müsst vielleicht auch wirklich sowas machen, wie wir gemacht haben. Dieses, wir hatten halt Feuerüberfall geübt, ganz oft. Und dann hieß es ja, okay, hier 4 volle Magazine. Und dann haben wir uns auch einem Feind gestellt. Also waren halt Soldaten, die halt als Feind deklariert wurden. Und natürlich haben wir Übungsmanövermunition, ach, wie auch immer, ist ja egal. Es ist spät. Ich darf verwirrt sein. Und dann haben wir halt auf Befehl halt in diesen ganzen Müll, den man da bedenken muss, halt gearbeitet quasi. Und dann hieß es, ja, okay, der Feind hat sich nach rechts verschoben und wird jetzt von einer anderen Gruppe bekämpft. Und der Feind kommt aber in 90 Minuten wieder mit gepanzerten Fahrzeugen. Wir müssen uns vom Acker machen. Dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Ja, und dann macht man auch genau das. Das heißt, man muss zurück zum Platz der Gruppe, zu seinem über alles geliebten Wohnzimmer und muss das alles wegreißen. Und da fingen die Probleme bei uns an, denn der Boden war ja gefroren und wir haben dann Spitzhacken gebraucht, um das alles wegzubekommen. Und da sind, glaube ich, Diamanten, ne? Ja. Das war krass. Also das war echt heftig. Und Zelte müssen abgebaut werden. Deswegen knallt euch den Rucksack mit Sachen voll, die man halt essen kann. Also jede Lücke müsst ihr irgendwie ausfüllen. Aber es darf nicht zu schwer sein. Und ihr müsst in der Zeit, in der Zeit im Biwak müsst ihr es auch wirklich wegfressen. Sonst müsst ihr das irgendwie zurücktragen. Ja, und beschäftigt euch, also allgemein mit dem Schlafsack. Wie funktioniert der? Ja, nicht im Sinne von, hey, wie setze ich mich da rein, sondern wie kriegt man den wieder zusammen am schnellsten und so eine Späße? Weil sonst ist er echt aufgeschmissen. Ja, also viele Sachen, sowas wie Schlafsack, also den Rucksack bepacken, das müssen sind Sachen, die muss man alleine können als Soldat. Ja, bei vielen Sachen, da sagt man, hey, ich krieg ein bisschen Hilfe, wir haben übrigens gerade Diamanten gefunden. Aber bei sowas wie dem Rucksack, da muss es schnell gehen, da muss man halt als Soldat selber Hand anlegen können. Vernünftig. Kurz mal gehustet. Und so viel auch gleich mit einem Schlag. Das sollte man halt bedenken, ne? Das sollte man auf Tasche haben. Was war noch? Ja. Auf jeden Fall musste man dann halt weg, haben halt alles niedergerissen, unsere ganzen Stellungen. Wie gesagt, der Boden war gefroren, der war steinhart, da mussten wir halt mit Spitzhacke ran. Auch kein Problem. Und da mussten wir halt alles versuchen, im Großen und Ganzen so herzurichten, als wenn wir nicht da gewesen wären. Und dann mussten wir halt alles abbauen, alles weg, alles. Ja, und viel mit Rennen und dann auch mal richtig schön K.O. Da hat man auch gemerkt, dass man eine ganze Weile nicht geschlafen hatte
Und auch wenn man geschlafen hat, also die Leute, die jetzt geschlafen